Unser Thema jetzt im Jahresrückblick mit Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel, der Augsburg Innovationspark und die Herausforderungen in der Bildungspolitik. Herr Dr. Griebel, wenn man von Bildung spricht, dann geht es ja inzwischen schon bei den ganz Kleinen los. Ein großes Thema, nicht nur in Augsburg im Jahr 2013, Krippenplätze. Ist in Augsburg da ein Plan? Ich denke ja. Wir haben noch nicht alles erledigt, aber wir arbeiten konsequent daran. Bildung ist das A und O, und zwar vom Kindesalter bis zur Erwachsenenbildung. Wir legen viel Wert und Schwerpunkt im Bereich der Sprachförderung, aber wir haben auch erkannt, dass die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf der Schlüssel ist für Bildung und deswegen die Krippenplätze im gesamten Stadtgebiet in den letzten Jahren vervierfacht und die Ganztagsschulangebote um den Faktor 12 vermehrt. Das heißt, wir haben ein riesiges Pensum an Angeboten geschaffen und damit auch Angebote für Bildung, für Kinder, für Jugendliche und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber ausgebildete Jugend braucht dann später auch Jobs. Absolut. Wir sind Produktionsstandort in Augsburg hier mit vielen großen Unternehmen. Aber wir müssen Vorsorge dafür treffen, dass wir auch in Zukunft neue Technologien haben, die mit Arbeitsplätzen verbunden sind. Der Arbeitsplatz ist das Wichtigste für die Menschen, weil es um die eigene Existenz, um die Lebensgrundlage geht. Und mit unserem neuen Innovationspark legen wir den Grundstein für neue Technologien, für neue Produktionsverfahren und damit auch für sichere Arbeitsplätze. Und einen wesentlichen Meilenstein konnten wir in 2013 auch in dem Bereich erledigen, indem wir den Spatenstich gemacht haben für ein neues Technologiezentrum. Das ist die Geburtsstätte, die Wiege für die Entwicklung neuer Produkte und damit Standortfaktor für Augsburg, aber auch Attraktion für die Unternehmen.